Und jetzt, meine Damen und Herren, bekommen Sie jede Menge Tipps, wie Sie gesünder leben können in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf Eva Aschenbrenner. Hier sind wir richtig, das muss er sein, Eva Aschenbrenners Garten. Ihre wunderbare Welt der Kräuter, Gräser, Pflänzchen. Da ist keines Zierde, keines, aus dem sich nicht noch ein Tee, ein Schnaps, ein Bad, eine Salbe machen ließe. Ihr Garten Eden der Heilpflanzen. Einmal die Woche nimmt sie Leidgeplagte wie Interessierte mit in ihre Welt, erzählt leidenschaftlich von Ringelblumen, Weißdorn, Bärlauch und deren heilsamen Kräften. Rund um den Kochelsee findet sie alles, was sie braucht. Ihre Apotheke liegt hinterm Haus. Die, die da noch denken, das kostet nichts, das kann nichts sein, belehrt sie beredt eines Besseren. Das kostet nichts, das kann nichts sein. Wir wollen mal nachfragen bei Eva Aschenbrenner. Guten Abend, Frau Aschenbrenner. Mit 60 Jahren haben Sie überhaupt erst angefangen, sich mit den Kräutern zu beschäftigen? Richtig. Wie kam es dazu? Das war die Krankheit meines Mannes, das nicht richtig erkannt wurde. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Ich wurde dann aber auch so gefragt, wie bei Ihnen jetzt. Und dann haben die mir gesagt, weißt du, was die Hildegard von Bingen sagt? Wenn du das kannst und du begreifst es nicht, schicke ich dir eine Krankheit, dass du draufkommst. Und da hat es Klick gemacht bei mir. Und so sehe ich es auch heute noch. Und ich bin jetzt, meine Damen und Herren, hier völlig nervös. Ich wollte eben einen Schluck Wasser trinken. Ja. Und die Frau Aschenbrenner hat mir vor der Sendung gesagt, ich würde zu viel Wasser trinken. Ja. Ich habe ihr gesagt, ich würde 4 Liter Wasser am Tag trinken. Nicht. Und das geht nicht. Nein. Aha. Gut. Das ist viel zu viel. Stellen Sie sich vor, was die Niere für ein Kraftwerk sein muss, das zu verarbeiten. Mhm. 2, 3 Liter. Also gut, ich werde jetzt 1 Liter weniger trinken in Zukunft. Doherin Show. Also, ja. Sie haben ja in vielen Sendungen bereits Ihre Tipps weitergegeben. Sie sind ja Stammgast bei Fliege, bei Jürgen Fliege. Auch. Und dann habe ich mich mal mit so ein paar Ihrer Aussagen beschäftigt. Und da komme ich doch bei ein paar Dingen wirklich ins Kopfschütteln und ins Grübeln. Sie sagen zum Beispiel, das Gänseblümchen, wovon ich zu Hause jede Menge habe, ja, kann man essen? Ja, und wie? Ich hatte diese Woche eine Sendung in Kochel, bei mir in Bayern, und das gibt so vieles her aufs Butterbrot, in den Salat als Dekoration, dann ansetzen als Essenz, dann kann man es kochen im Regenwasser und als Wickel machen bei Gelenkproblemen. Es hat Saponine drin, Saponine ist ein Seifenkraftstoff, Vitamin C, man kann Blüten und Blättchen essen und man kann auch Tee machen davon. Wir haben das ausprobiert, da gehen die wunderbar auf. Die wenn sie auch sich verschließen, aber plötzlich sind sie wieder. Und Sie sind auch ganz sicher, wenn ich nächstens 10 Gänseblümchen esse, dass ich mich nicht vergifte? Nein, absolut nicht. Mhm. Nein, das ist alles, was ich empfehle. Ich mache an Ihnen nichts kaputt. Wenn es für das nicht hilft, dann für was anderes oder gar nicht. Aber das ist wirklich absolut, und zwar alles, was der liebe Gott wachsen lässt. Ich habe einen Freund, der hat das Pech, ich habe überhaupt kein Problem mit meinen Haaren, aber der hat nun keine mehr. Und ob Sie auch vielleicht ein Kräuterchen wüssten für Haarausfall? Natürlich die Brennnessel. Aha. Die Brennnessel essen aber, nicht nur Tee. Wer hohen Blutdruck hat, keinen Brennnesseltee. Aber die Brennnessel essen. Sie kennen sicher viele hier auch. Wir sagen in Bayern, ich komme aus Kochel am See, wir sagen in Bayern die kleine Biberl. Und sie sagen Küken, Küken. Die kriegen doch auch die gehackte Brennnessel, dass die Federn wachsen. Und so ist es auch bei Menschen. Also, und wie viel Brennnesseln soll man dann zu sich nehmen? Ja, das können Sie jeden Tag essen. Und in der Pfanne, ich habe das ja in meinen Büchern alles festgehalten. Also man kann sich da wirklich orientieren. In meiner letzten Sendung war Frau Dr. Veronika Carstens, die sich auch sehr mit Naturheilkunde beschäftigt. Die hat so viel geschwärmt vom Weißdorn. Ja, das stimmt. Ja? Ich habe mir es angeschaut, weil es hieß, ich kann daherkommen. Ich wollte wissen, wie das abläuft. Habe die Frau Dr. Carstens, die ich sehr schätze, habe ich gesehen. Und die hat vom Weißdorn gesprochen. Und ich habe mir einen Vortrag angehört, ein sehr bekannter Arzt und Heilpraktiker, der sagt, jeder Mensch mit zunehmendem Alter soll jeden Morgen nach dem Frühstück 25 Weißdorntropfen nehmen in ein bisschen Wasser. Dann öffnen sich für den ganzen Tag die Koronare, die Herzkranzgefäße. Der Tag beginnt anders.
Ja, aber er endet vielleicht trotzdem noch mit einem Schluck Rotwein, weil der soll die gleiche Wirkung haben. Sie, das macht ja nichts, wenn, wenn Sie die Gerbsäure vertragen, das darf doch sein. Es ist auch wieder das Routine. Zum Beispiel bei Gürtelrose, alles was roter Farbstoff ist, rote Beete, schwarze Johannisbeersaft, rote Johannisbeersaft, etwas Rotwein, wenn Sie die Gerbsäure vertragen, natürlich. Was nehmen Sie denn so zu sich? Ja, eigentlich komme ich ein bisschen zu kurz, aber ich mache es dann schon. Wenn ich merke, dass irgendwo welche Krämpfe sind, das ist ja ganz wichtig, dann ist das ein Magnesiummangel. Wir haben ja sehr viel durch diese Ernährung, eigentlich Mineralmangel. Es gibt schon Nahrungsergänzung. Am besten wäre es natürlich übers Gemüse, über, wenn man es halt selber hat. Und dann hauptsächlich die Äpfel. Der Apfel hat 18 verschiedene Wirkstoffe. Ganz wichtig. Dann haben Sie etwas gesagt, da habe ich richtig dran gedacht. Wenn ich das jetzt zu Hause mache, denkt meine Frau, jetzt dreht er durch. Ich soll bei Eisenmangel einen Nagel in einen Apfel machen? 10. Ich habe es da drin im Buch. Ja. Die 10 eisernen Nägel in den Apfel stecken, am nächsten Tag rausziehen, auch wenn es nicht schön ist, essen und gleich in den nächsten wieder rein. Da, ich habe jemand, da ist von 2 auf 100 ist der Eisenmangel weggegangen. Aha. Ja, aber nicht verzinkt, es müssen wirklich die Eisennägel sein. Wir machen weiter. Bärlauch. Ja. Ganz Bärlauch klar. Als Stichwort. Ja. Ja, Bärlauch ist das Höchste, was es gibt. Er hat viel höhere Werte als der Knoblauch. Ist jetzt auch ein richtiger Boom geworden. Der reinigt Leber, Magen, Darm, Niere, Galle, Blut. Der zu hohe Blutdruck geht runter, der zu niedrige geht hinauf, er gleicht aus. Sie haben jetzt mit 60 erst angefangen, das alles zu lernen, sich damit zu beschäftigen. Richtig, ja. Was haben Sie in den ersten 60 Jahren getan? Schwerstarbeit. Gemacht. Wir haben ja, ich bin Jahrgang 24 und wir mussten ja alles, als Kinder haben wir ja nichts gehabt und so nacheinander und schwerste Arbeit machen. Wir haben verzichtet, gedarbt, gespart, das Land aufgebaut. Das war's, damit das Land oben ist. Und was hatten Sie für ein Elternhaus? Ich musste auch schwerste Kinderarbeit machen, mit 9 Jahren zu Hause weg, dass ich nicht beim Essen daheim war. Und meine Mutter hatte auch immer den Ehrgeiz, aus einer schlechten Wohnlage heraus selber ein Haus zu haben. Und da haben wir alle zusammengeholfen. Das war einmalig. Und dann später, beim Hitler war ich im Arbeitsdienst, im Kriegshilfsdienst. Die werden das noch wissen, die in meiner Lage sind. Dann habe ich Schneiderei in München gelernt, zwischen den Ruinen. Und dann habe ich selber zu Hause weitergemacht und alles fast immer zum Nulltarif, weil er keiner Geld hatte. Sie sind Jahrgang 24 und Sie sind jetzt der Meinung, Sie sind so topfit, weil Sie sich nach Ihren Kräutern richten. Na, das kann man nicht sagen, also weil ich für nichts mehr Zeit habe. Wissen Sie, ich finde das so schlimm, wenn man in einem bestimmten Alter so sich übrig vorkommt. Ich habe einen Vortrag gehalten im Westpark in München und da sind die Leute so herumgelaufen und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wer so wo hinein muss und darf vielleicht, der gibt sein Leben ab. Und da habe ich mir gedacht, nein, jeder hat die Fähigkeit, wenn er noch denken kann, dass er irgendwas anmacht. Und ich möchte ja für alle, möchte ich das ja, dass sie sich mit etwas beschäftigen. Jetzt müssen wir uns helfen. Der Urlaub steht vor der Tür. Ja. Und wir wollen uns vor Sonnenbrand schützen. Was mache ich da mit dem Pflänzlein? Ja, da schon eventuell mit Spitzwegerich einreiben, auch diese ganzen Kräuter zu sich nehmen und dann mit Johanniskrautöl, aber halt dann im Schatten. Also wenn vorher schon eventuell mit Apfelessigwasser abwaschen, irgendwo einen Schuss hinein und dann auf der Haut trocknen lassen. Und dann halt, ja, die üblichen, es gibt natürlich diese Salben und Cremes. Aber wichtig ist dann, sollte man einen Sonnenbrand haben, dass man auch dann im Schatten bleibt. Nach dem wollte ich gerade fragen. Ja, Johanniskraut-Öl. Ja. Und wenn ich jetzt in einem schlechten Hotel bin und ich kriege Durchfall? Da gibt es die Blutwurz. Das nennt sich Tormentil. Erst muss der Durchfall raus. Dann viel trinken, das ist ganz wichtig. Ja, da schon, weil das nimmt ja die Flüssigkeit mit heraus. Und dann eben die Blutwurztinktur. Ab und zu ein Teelöffel schwarzer Tee, wenn man nichts anderes hat. Und dann wird das auch gestoppt. Aber Blutwurztinktur unter Tormentil. Die Menschen kommen aus ganz Deutschland zu Ihnen, um von Ihnen zu lernen. Ist das, was Sie hier aufschreiben? Ist das jetzt Erfahrungswissen oder hat man das erzählt bekommen? Ist das wissenschaftlich haltbar? Sind Sie in Verbindung mit Ärzten oder mit dem lieben Gott? Oder hat der Jürgen Fliege Ihnen gesagt, erzähl das mal? Oder
Nein, der Jürgen Fliege gar nicht. Ganz im Gegenteil. Der weiß auch meine Telefonnummer, wenn in seiner Familie was ist. Also da möchte ich ja auch mithelfen. Aber generell, ich hab's ausprobiert. Das ist eigentlich oft mal intuitiv, wo ich gefragt werde. Und dann kommt es und es hat auch geklappt. Ich habe einen ganzen Kopf für Dankschreiben. Aber ich orientiere mich natürlich auch. Ich bestätige mich an einigen Büchern, wo ich weiß, dass das ganz seriös ist. Und dann finde ich mich wieder. Und das ist für mich dann ausschlaggebend. Sie haben ja einen eigenen Garten zu Hause. Welches ist die wichtigste Pflanze für Sie, die Sie da hegen und pflegen? Alles, was in Ihrem Garten wächst, ist ein Zeichen, dass Ihr Körper das braucht. Ob das Löwenzahn ist, Gänseblümchen, Frauenmantel, Brennnessel, Spitzwegerich, alles, was in Ihrem Garten ist. Tun Sie es zusammen. Wenn Sie es nicht brauchen, ist es besser. Aber wenn Sie es brauchen, dann haben Sie es. Und da wissen Sie, wo Sie es geholt haben, wann Sie es geerntet haben. Und wenn man Sie persönlich kennenlernen will, dann fährt man nach Kochel am See. Ja, ich bin halt da daheim. Ich bin geboren und ich bin dort aufgewachsen. Und ich möchte auch da eines Tages gehen. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind nach Baden-Baden. Und freu mich vor allen Dingen alles Gute für Sie, für die Zukunft. Dass ich da und noch viel Erfahrung mit vielen, vielen Kräutern. Vielen Dank. Dankeschön, Eva Aschenbrenner. Danke.